Ich glaube, dass Elversberg auch so ein ernstzunehmender Gegner ist. Also ich möchte das nicht an einer Personalie festmachen. Als Trainer von Elversberg, der ich glücklicherweise nicht bin, wird mich das ärgern, auch die Art und Weise, aber das ist nicht mein Problem. Ich glaube, dass wir gut gerüstet sind für das Spiel. Wir sind heiß auf das Spiel. Ich glaube, wir haben uns eine Menge Selbstvertrauen in den ersten Spielen geholt und wir sind bereit. Und wir werden in einem Stadion spielen, in dem wir in Zukunft öfter spielen werden. Und deswegen ist es gut, sich direkt daran zu gewöhnen. Ich hoffe, dass eine Menge Fans, die uns den Rücken stärken, den Weg nach Elversberg finden, um im Endeffekt aus diesem Spiel ein Heimspiel für uns zu machen. Und dann werden wir mal sehen, was da passiert. Also wir sind auf jeden Fall heiß auf dieses Spiel, kann ich nur noch mal sagen. Wir freuen uns sehr. Ja, die werden sicherlich wie letztes Jahr auch wieder sehr aggressiv spielen und da gilt es dann einfach dagegen zu halten. Und wie in den letzten Spielen sind wir auch über die Zweikämpfe gekommen und dann kam das Spielerische und das haben wir ganz gut gemacht und das müssen wir in Elversberg so fortführen und dann habe ich da überhaupt keine Angst. Es wird das Spiel zeigen, also dass auf beiden Seiten sicherlich mit Haken und Ösen gekämpft wird, darauf stellen wir uns ein. Wir werden uns da im Endeffekt so präsentieren, wie man sich in solchen Spielen präsentieren muss. Ich sage, ich kenne das aus meiner Karriere, Derbys waren das Größte, was es gibt. Man darf sich da nicht provozieren lassen, sondern man sollte an seinem Spielplan festhalten. Wir werden den Spielplan haben und ich hoffe, dass dieser Spielplan dann auch zum Erfolg führt.